Herzlich willkommen im Impfzentrum des Kreises Bergstraße in Bensheim. Ich freue mich, dass ich Ihnen unser Impfzentrum zeigen kann. Wir wollen Ihnen zeigen, wie der Ablauf hier im Impfzentrum ist und dafür bringe ich Sie nun hinein. Hier an der Rezeption übergebe ich Sie nun Ihrem Ansprechpartner. Hallo und herzlich willkommen im Impfzentrum Bergstraße. Mein Name ist Sabrina Denefleh und ich zeige Ihnen Ihren Weg durchs Zentrum. Hier vorne ist der Empfang. Hier dürfen Sie Ihre Gesundheitskarte abgeben. Die wird eingelesen und Sie erhalten eine Wartemarke mit einer Nummer. Anschließend werden Sie in eines unserer zwei Wartezimmer weiter verwiesen. Hier befinden wir uns im Wartebereich 2. Sobald die Nummer auf Ihrer Marke hier am Bildschirm angezeigt wird, dürfen Sie weitergehen zur Anmeldung. Unsere Anmeldung hat drei Schalter. Bei der Anmeldung angekommen, dürfen Sie an einem Schalter meiner Kollegin Ihre Unterlagen geben. Diese werden auf Vollständigkeit geprüft und ins System eingepflegt. Sollten Sie ein Arztgespräch wünschen, haben wir ein Arztzimmer vorgesehen. Sollte diese Tür offen sein, dürfen Sie direkt eintreten und auf einem der beiden Stühle Platz nehmen. Der Arzt kümmert sich dann um Sie. Sollten Sie kein Arztgespräch wünschen, gehen wir direkt in die Impfkabine. Ein Impfraum hat insgesamt 4 Kabinen. Sie folgen mir einmal in die Kabine 3, nehmen hier Platz und machen am besten den linken Arm frei. Meine Kollegin kommt dann zum Impfen. Nach der Impfung dürfen Sie 15 Minuten bei uns in der Kabine zur Überwachung verweilen. Da wir die Begegnung untereinander minimieren wollen, haben wir uns ein Einbahnstraßenprinzip überlegt. Am besten Sie folgen mir einfach. Hier zu meiner Rechten befindet sich einmal der Sanitätsraum. Sollte es zu Impfreaktionen oder Kreislaufproblemen kommen, haben wir hier die Möglichkeit, Sie weiter zu behandeln und zu überwachen. Hier zu meiner Rechten ist dann der Ausgang. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.